Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So we talked about how important it is to have a revelation for ourselves. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, eine Offenbarung für uns selbst zu haben. Paul had the gospel by revelation. That's why he was so firmly sticking to it. Paulus empfing das Evangelium durch Offenbarung. Deshalb war er auch so fest entschlossen, daran festzuhalten. Why is he telling them about this? Warum erzählt er ihnen davon? Look at verse 4. Schau dir Vers 4 an. So that whenever you read it, you will be able to understand my revelation and insight into the secret mystery of the Messiah. Damit ihr, wann immer ihr es lest, meine Offenbarung und Einsicht in das verborgene Geheimnis des Messias verstehen könnt. Isn't that incredible? Ist das nicht erstaunlich? The Apostle Paul is telling them. Der Apostel Paulus sagt ihnen, when you read and understand, see that revelation, wenn ihr diese Offenbarung lest und seht, I don't want you to have a doubt that it was really given to me by God. Möchte ich nicht, dass ihr daran zweifelt, ob sie mir wirklich von Gott gegeben wurde. He's emphasizing it to them so that they take the gospel very seriously. Er betont es für sie, damit sie das Evangelium sehr ernst nehmen. And I like how he calls it the secret mystery of the Messiah. Es gefällt mir, dass er es das verborgene Geheimnis des Messias nennt. People have actually used this statement and said that God's way is a mystery. Die Menschen haben diese Aussage tatsächlich verwendet und gesagt, dass Gottes Wege ein Geheimnis sind. The Bible talks about the mystery, so God's everything is mysterious with God. Die Bibel spricht vom Geheimnis, also ist bei Gott alles geheimnisvoll. But Paul said the following. Paulus sagt aber Folgendes. He said it's been revealed to you. Es ist euch offenbart worden. See, the moment a mystery is revealed, it is not a mystery anymore. In dem Moment, in dem ein Geheimnis offenbart wird, ist es kein Geheimnis mehr. And I keep telling people, if you think the Bible a mysterious book, it's because you haven't understood Jesus. Ich sage den Leuten immer wieder, wenn du denkst, die Bibel sei ein geheimnisvolles Buch, dann hast du Jesus nicht verstanden. Look, the secret mystery of the Messiah, that means once the Messiah has been revealed, the mystery is over. Das verborgene Geheimnis des Messias bedeutet, dass es kein Geheimnis mehr ist, sobald der Messias offenbart ist. When I understood that, I began to put my focus on Jesus. Als ich das verstanden hatte, begann ich, mich auf Jesus zu konzentrieren. I began to study and read the Bible through Jesus. Ich begann, die Bibel durch Jesus zu studieren und zu lesen. I just like what Bill Johnson says. Mir gefällt, was Bill Johnson sagt. He says, Joe is the question, Jesus is the answer. Hiob ist die Frage, Jesus ist die Antwort. People have so many questions about this and that and the other in the Old Testament. Die Menschen haben so viele Fragen über dieses und jenes und anderes im Alten Testament. Paul didn't have the problem. Paulus hatte dieses Problem nicht. Because Paul said the mystery is no more mystery once Jesus is the center of it. Denn er sagt, das Geheimnis ist kein Geheimnis mehr, wenn Jesus der Mittelpunkt ist. Vers 5. There has never been a generation that has been given the detailed understanding of this glorious and divine mystery until now. Es hat noch nie eine Generation gegeben, die dieses herrliche und göttliche Geheimnis bis ins Detail verstanden hat. Isn't that an interesting statement? Ist das nicht eine interessante Aussage? So in other words, Paul said, until right now this generation, the mystery has always been a mystery. Mit anderen Worten sagt Paulus, bis zu dieser Generation ist das Geheimnis immer ein Geheimnis gewesen. Nobody understood it in detail. Niemand hat es im Einzelnen verstanden. In other words, Paul is saying the new covenant has been hidden all the time. Mit anderen Worten sagt Paulus, dass der neue Bund die ganze Zeit über verborgen war. From the beginning of humanity until now, it's never been revealed in detail. Vom Anbeginn der Menschheit bis heute ist es nie im Detail offenbart worden. Think about the statement. Denk mal über diese Aussage nach. There are so many people who are trying to figure out God and the Bible without Jesus, the revelation of the mystery. Es gibt so viele Menschen, die versuchen, Gott und die Bibel ohne Jesus, der die Offenbarung des Geheimnisses ist, zu begreifen. Now they come up with Bible verses and say, God is like this, God is like that, God is the other. Dann kommen sie mit Bibelversen und sagen, Gott ist so und so, Gott ist anders. My friend. Mein Freund. I made a decision years ago. Ich habe vor Jahren die Entscheidung getroffen, that anything that I read anywhere in the Bible, dass alles, was ich irgendwo in der Bibel lese,
if it doesn't fit into the one who revealed the mystery, which is Jesus Christ. Wenn es nicht zu demjenigen passt, der das Geheimnis offenbart hat, nämlich Jesus Christus. If it doesn't fit in the finished work of Jesus Christ. Wenn es nicht ins vollendete Werk Jesu Christi passt. I will tell people, I'm sorry, I don't understand it. Dann sage ich den Leuten, es tut mir leid, ich verstehe es nicht. It can't mean what it looks like, what it means, because it doesn't fit into the finished work of the cross. Es kann nicht das bedeuten, was es zu bedeuten scheint, weil es nicht in das vollendete Werk des Kreuzes passt. It's really strange that people read what happened in past generations in the Old Testament. Es ist wirklich seltsam, dass die Menschen im Alten Testament lesen, was in vergangenen Generationen geschehen ist. And that's how they build an image of God. Und sich so ein Bild von Gott machen. God is angry. Gott ist zornig. God punishes. Gott straft. If my people who are called by my name, they don't humble themselves and pray and turn from their wicked ways. Wenn mein Volk, das meinen Namen trägt, sich nicht demütigt und betet und sich von seinen bösen Wegen abwendet. And then they say, this is written in the Bible. Sie sagen dann, das steht in der Bibel geschrieben. It is written in the Bible, but it was before the mystery was revealed. Es steht in der Bibel, aber das war bevor das Geheimnis offenbart wurde. And if Paul is so clear that not a single generation has ever been given the detailed understanding. Paulus ist so klar, dass nicht eine einzige Generation jemals das detaillierte Verständnis erhalten hat. Why do you try to figure it out based on their understanding? Warum versuchst du es auf der Grundlage ihres Verständnisses herauszufinden? See, somebody sent me a message on Instagram last week. Jemand schickte mir letzte Woche eine Nachricht auf Instagram. Saying, since there is enough Bible verses about the transmission of anointing, do you agree with it? In der er sagte, da es genügend Bibelverse gibt, was die Übertragung der Salbung angeht, stimmst du dem zu? And the guy actually said, since there is enough Bible verses in the New Testament and the New Covenant. Der Mann sagte tatsächlich, da es genug Bibelverse im Neuen Testament und im Neuen Bund gibt. So I said to him, I will not answer this question. Also sagte ich zu ihm, ich werde diese Frage nicht beantworten. Because you can't say there are enough Bible verses, you have to show me the Bible verses. Denn du kannst nicht sagen, dass es genug Bibelverse gibt, du musst mir die Bibelverse zeigen. He sent me 3 Bible verses. Er schickte mir 3 Bibelverse. I said to him, not one of those verses uses the word transferring and not one of the word uses the word anointing. Ich sagte zu ihm, in keinem dieser Verse kommt das Wort Übertragung vor und in keinem der Verse wird das Wort Salbung verwendet. We read so many things in the Bible because we don't read them through the one who revealed the mystery. Wir lesen so viele Dinge in der Bibel ohne durch denjenigen, der das Geheimnis offenbart hat. And that's so dangerous. Das ist so gefährlich. See you tomorrow. Bis morgen.